Dragon Ball, die Saiyajin- und Namek-Saga. So, hier handelt es sich um den ersten wirklich großen Handlungsbogen mit dem erwachsenen Son Goku. Ich dachte, ich mache hier drüber ein schönes Video. Denn ich habe das vor kurzem jetzt mit meiner Tochter durchgelesen. Als Gute-Nacht-Geschichte quasi. Und man sieht es hier. D-Mark-Zeiten noch damals. Das Ganze hat nichts an Charme verloren. Auch gute 25 Jahre später. Ja, fangen wir damit an. Son Goku, super stark. Tatsache. Ja, so, er ist groß. Er ist im Kampf mit dem jungen Piccolo, dem jungen Oberteufel Piccolo und besiegt den. Und wie dem auch sei, am Ende kommt heraus, ja, Son Goku wird auch Vater. Son Goku ist nämlich tatsächlich gar kein normaler Mensch. Ja, man hat es vielleicht auch gemerkt an seinem Affenschwanz hinten. Aber es tritt auf. Ja, Raditz. So, und Raditz, das ist Son Gokus älterer Bruder. Und Raditz ist verdammt stark. Son Goku und der Oberteufel Piccolo beißen sich an ihm quasi die Zähne aus. Am Ende mit vereinten Kräften gelingt es ihnen doch, Raditz zu besiegen. Unter Aufbietung aller schmutzigen Tricks. Ja, das Ganze. Hier auch Son Gohan erstmals in Aktion. Endet damit, dass Son Goku stirbt. Son Goku, aber das ist das Schöne bei Dragon Ball, es geht immer weiter. Son Goku, ja, landet im Jenseits. Beim Big Boss. Ja, mit Gott zusammen. So. Ja, und er soll zum Meister Kaio gehen. Den Schlangenpfad entlang. So, das ist der Schlangenpfad im Jenseits. So, an dessen Ende ist der kleine Planet von Meister Kaio. Und Meister Kaio trainiert Son Goku weiter. Denn als Raditz starb, hat er noch verraten, dass zwei weitere Saiyajin, Vegeta und Nappa, auf dem Weg zur Erde sind. Also Son Goku muss auch im Jenseits, im Tode, schnell stärker werden und trainieren. Piccolo hat überlebt und er nimmt sich dem kleinen Son Gohan an. Ja. Und es ist wirklich eine ganz schöne Beziehung zwischen den beiden. Denn er ist ein strenger Lehrer. Der Teufel. Papa, wo bist du? Also er wirklich noch ein kleines Balg. Hör sofort auf zu heulen. Aber Piccolo, Tatsache, wir lernen ihn da mit einer guten Seite kennen. Er bildet den aus. Wirklich sehr schön. Sehr, sehr schöner Story Arc. Ja, und dann wird er halt immer stärker und stärker. Ah, das war, als der Dino ihn verfolgt hat. Das ist sehr cool. Ah, nee, nee, er hat ihn einfach bam gegen die Wand geschmissen. Denn in Son Gohan schlummert das Saiyajin-Blut, was in Extremsituationen hervortritt. Und dann schafft er es auch. Joa. Zu überleben, sagen wir mal. Na, und mit Piccolos Kraft schafft er es, diese mit seiner in seinem Unterricht diese Kräfte zu bündeln und zu lenken. So, dann ist es soweit. Die beiden bösen, noch stärkeren Saiyajin treten dir hier das Rampenlicht. Das ist Nappa. Ein Fleischklops, wie er im Buche steht. Und er ist wahnsinnig stark. Und da beißen die sich alle die Zähne dran aus.
Na ebenso, schlägt der Tenshinhan den Arm ab. Also hier, ja, es ist auch schon grenzwertig, eine Kindergeschichte nur noch. Man merkt hier, Dragon Ball Z, dann im Anime, das ist schon blutig, brutal, da geht es ums Kämpfen. Ja, die Leichtigkeit des jungen Son Gokus, die ist hier nicht mehr so ganz dabei. Kommt aber immer mal wieder durch. Also Toriyamas Humor, auch wenn es hier nur noch ums Kämpfen und Stärker werden geht, Toriyamas Humor blickt immer wieder durch. Ja, die verzweifeln hier. Und Tatsache, Vegeta ist sogar noch viel stärker als Nappa. Ja, Son Goku auf dem Weg. Training bei Meister Kaio abgeschlossen. Meister Kaio auf dem Weg und oh. Tja. Tja, Son Goku. Son Goku kommt. Tja, mit Son Gokus Hilfe schaffen sie es, Vegeta und Nappa zu besiegen. Genau. Er Kamehameha und. Oh, die dreifache Kaioken. Kamehameha. Ja, Vegeta ist stolz. Vegeta lässt sich einfach nicht unterkriegen. Ja, das Eigentliche beginnt dann mit dem Sieg und Vegetas Niederlage auf nach Namek. Diese 8 Bände, das ist die Namek- oder die Freezer-Saga. Die ist wirklich famos. Ja, auf dem Weg nach Namek. Und Vegeta ist auch wieder am Start. Und Vegeta, Teil von Freezers Handlangern, wie sich herausstellt. Aber Vegeta kann sich einfach nicht unterordnen. Und er beginnt einen eigenen Rachefeldzug, um nach und nach Vegetas Helfer auszuschalten. Die Dragon Balls auf Namek zu sammeln. Und dann möchte er mit deren Hilfe Freezer erledigen. Freezers Truppen hingegen richten ein Massaker an unter den Namekianern. Kuririn, Vegeta und Bulma sind mit dem ersten Raumschiff hier hingereist nach Namek. So. Ja, es ist einfach genial. Also wirklich jede Seite ein Genuss, anders kann man es gar nicht sagen. So, Son Goku reist nach. Bulmas Vater, auch ein genialer Ingenieur, baut ihm ein Raumschiff und auf der Reise kann er trainieren. So, also die sind hier weiterhin allein, ohne Son Goku auf Namek. Und nach hier. Dicke Dodoria. Ja. Vegeta ist da. Vegeta räumt auf einem privaten Rachefeldzug. Es bleibt spannend und lustig. Aber man merkt auch, diese Storyline, die ist ein bisschen aufgeblasen. Es kommen immer wieder neue Zwischengegner quasi. Aber egal. Macht Spaß. Macht Spaß zu lesen. Es ist vielleicht nicht mehr so originell wie in den ersten Bänden. Aber die Charaktere bleiben weiter stark. Die Bilder weiter genial gezeichnet. Charaktere, Landschaften. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach weiter Spaß. Es macht Spaß, der ganzen Geschichte zu folgen. Ja, dann haben wir hier noch die Geschichte ums Ginyu-Sonderkommando. Es kommt nämlich auch das Ginyu-Sonderkommando. Wo haben wir es denn? Son Goku weiter auf dem Weg, trainiert im Raumschiff. Ja, hier haben wir ihn. Hier haben wir Freezer. So ein kleiner Pimpf, aber stärkste Gegner, den das Universum bis dahin hervorgebracht hat. Und für mich persönlich auch immer der stärkste Dragon Ball Gegenspieler.
Es ist auch der erste seit langer Zeit, der im Nachhinein nicht zu Son Gokus Freund wird und sich seiner Truppe anschließt. Ja, hier ist das Ginyu Sonderkommando. Dicke, fette Guldo. Ja, zurück. So, das ist schon. Da ist Ginyu. Das ist schon recht witzig hier, dieser bekloppte Tanz, den die machen, um sich vorzustellen. Er streckt einfach seinen Allerwertesten entgegen. Das Ginyu Sonderkommando. Genial. Ja, aber nach und nach gegen Vegeta, Son Goku und alle drum und dran können sie dann auch nicht allzu viel ausrichten. Ja, auch wenn es schon brutal ist. Also der hier. Ja, der will Tatsache Son Gohan töten. Und das ist sehr cool. Dann kommt der Papa. Und dann ist Schluss mit lustig. Und wer Papas Sohn verdrischt, kriegt's mit Papa zu tun. Ihr werdet meinen Sohn nicht umbringen. Ja. Also super cooler Auftritt hier. Super, super cooler Auftritt. Ganz starke Szene, wie Son Goku das Ginyu-Sonderkommando erledigt. Ja, das ist natürlich auch, ne? Vegeta, der Saiyajin-Prinz, kann nicht verkraften, dass Son Goku eben immer einen Schritt voraus ist. Das bleibt für ihn Ansporn zu trainieren. Ja, das ist so ein Wettstreit zwischen all diesen ganzen Kämpfern. Ja, aber es ist wirklich genial. Es macht einfach Bock, das zu lesen. Das Ginyu-Sonderkommando. Was für ein hässlicher Typ. Bam. Ja, so erledigt Son Goku die. Aber der eigentliche Kampf, um da mal endlich hinzukommen, ist gegen Freezer. Freezer ist der Anführer der ganzen bösen Truppe. Er möchte die Dragon Balls für seine eigenen Vorteile. Und er ist wirklich, wirklich verdammt stark. Da beißen sich alle die Zähne dran aus. Und Freezer kann sich verwandeln. Er hat mehrere Formen. Ja, das ist der Shenlong von Namek. Auch extrem cool. Da brauchen sie den kleinen Dende zum Übersetzen. Sonst spricht keiner Namekianisch. Ich lasse hier einfach mal die Kraft der Bilder für sich stehen. Es liest sich einfach wahnsinnig gut. Also die Panel-Anordnung, die Perspektiven, die Toriyama wählt, sind einfach meisterhaft. Man merkt, Toriyama ist ein Meister. Und schon damals in den 90ern hat sich Dragon Ball millionenfach verkauft. Also Dragon Ball hat Manga und Anime in Deutschland eigentlich wirklich erst auf den Plan gesetzt. Am Ende aber. Freezer in seiner letzten Form. Und da triggert Son Goku was. Son Goku wird zum sagenumwogenen, mystischen Super Saiyajin. Da haben wir es. Und das war's dann mit Freezer. Nach und nach zeigt sich, dass Freezer keine Chance gegen Son Goku hat. Der Planet Namek überlebt es dabei aber nicht. Tja, und ganz zuletzt,
Da geht es dann über in die nächste Saga, zurück auf der Erde. Die Cyborg und Cell-Saga beginnt. Wir haben einen neuen mysteriösen Charakter, der auftritt. Der hier, ja, kommt er euch irgendwie bekannt vor. Das ist Trunks. Und das liegt daran, dass Trunks nämlich ein Sohn ist von zwei etablierten Charakteren, der aus der Zukunft zurückgereist ist. Sagen wir es mal so. Okay, also zieht sich noch ein bisschen. Ja, zurück auf der Erde, sie trainieren, eine fürchterliche neue Kraft tritt auf. Und wer ist das? Oh scheiße, Freezer hat überlebt. Freezer, und wer ist der hier, der Brocken? König Cold, Freezers Vater. So, aber dann... Tja, Auftritt Trunks. Und Trunks fackelt nicht lange. Also sehr, sehr cool. Oh, was ist das? Überraschung. Der nächste Super Saiyajin. Genial. Einfach genial. Und dann zack. Das ist brutal, aber geil. Gibt Freezer Gulasch. So. Anbraten. Nicht vergessen, bitte. Freezer Gulasch. Ja, so geht's weiter. Also, Dragon Ball. Ich persönlich kenne Dragon Ball Z nur im Manga. Es macht immer noch Bock. Es macht immer noch Bock. Also, diese Comics, diese Mangas sind sehr, sehr gut gealtert. Die sind heute noch genauso gut wie damals. Ich kann es nur empfehlen. Vielleicht mache ich noch einen dritten Teil. Die letzten Bände. Das ist jetzt Band 28 und 42 jetzt gibt es insgesamt. Die Cyborgs, Cell, Boo, das kommt alles noch. Ja, meine Tochter und ich werden das knallhart als Gute-Nacht-Geschichte zu Ende lesen. Ganz nach meinem Geschmack. Okay, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, vielen Dank. Macht's gut. Bye-bye.